Hallo ihr Lieben, ich war wieder mal bei DM einkaufen und habe einige Babyprodukte gekauft. Ich habe irgendwie dieses Monat die Biber Baby Days versäumt. Die sind ja immer einmal im Monat in Österreich und da gibt es minus 25%. Wie gesagt, versäumt, deshalb war ich beim DM. Ich mag DM eigentlich sowieso sehr viel lieber als Biber. Und ich zeige euch einfach, was ich gekauft habe. Einmal habe ich diese Milu-Jause gekauft. Kai mag Obst püriert eigentlich überhaupt nicht, aber ich fliege mit ihm zu meiner Schwester und da wollte ich ein wenig vorsorgen und einfach so Snacks halt mitnehmen. Apfel, Erdbeer, Banane und das war günstiger als diesen Früchtefreunde oder wie die heißen von Hip. Und ja, ich habe das mal genommen. Ich hoffe, er isst es. Erdbeeren und Apfel liebt er halt so zum Beißen. Ich weiß nicht, ob er es dann in pürierter Form auch essen wird. Dann habe ich einmal einen Brei gekauft. Den hatten wir noch nie, aber eine Freundin hat den empfohlen. Und ja, auf jeden Fall ist es der Milchgetreidebrei von Milupa Stracciatella. Vielfalt erleben und kauen lernen. Und Kai isst mir ja eigentlich fast gar keinen Brei, da werde ich gleich was dazu sagen. Und er mag aber so Süßigkeiten und so Schokolade, interessiert ihn sowieso. Deshalb habe ich gedacht, bevor er nichts isst, kann er mal seinen Stracciatella-Brei nehmen. Ich wollte eigentlich eben nicht unbedingt etwas mit Schokolade, aber für einmal kann er das haben. Und wenn es ihm schmeckt, nehme ich vielleicht sogar ein Säckchen eben mit zu meiner Schwester, weil abends oftmals, wenn nichts Anständiges gekocht wurde oder er einfach schon müde ist und keine Lust hat, was zu essen, dann isst er Brei und zwar den Brei, den er jetzt wieder abends isst und seitdem schläft er auch besser. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht auf den Brei zurückführen, obwohl hier steht eben gute Nachtbrei. Das will ich auch gar nicht machen. Es ist eher, dass er einfach mehr gegessen hat und dadurch besser schläft. Auf jeden Fall handelt es sich um den Milupa Milchgetreidebrei Vollkornhafer Apfel Gute Nacht und den hat der Kai wirklich sehr gerne gegessen und ich glaube, es liegt daran, dass der so ein wenig stückeliger ist, denn er hat mir ja, ich habe das auch schon mal erwähnt, überhaupt keinen Brei mehr gegessen und ich glaube einfach, dass die zu breiig waren und er eben mehr so auf Stücke steht und der hat auf jeden Fall so Kugeln drinnen, also so kleine Stücke. Ja, und dann soll er das nur essen, wenn es ihm schmeckt. Kai bekommt aber, wir sind jetzt mittlerweile so weit, also ich will es nicht verschreien, aber er bekommt zurzeit eben noch meistens eine Flasche in der Nacht oder eben auch oftmals abends so zum Einschlafen. Wie gesagt, hängt immer davon ab, wie viel er gegessen hat. Und normalerweise kaufe ich da die Kindermilch von Babylove. Ich benutze wirklich schon seit Ewigkeiten Babylove-Produkte für Kai und bin damit sehr zufrieden. Und die war ausverkauft natürlich. Immer das ist ausverkauft, was ich brauche. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Dreiermilch gekauft. Und zur Dreiermilch muss ich sagen, dazu wollte ich auch mal ein Video machen. Ich muss schauen, wie ich es schaffe. Aber die Bio-Dreiermilch okay, aber die normale Dreiermilch in der blauen Verpackung kann ich nicht empfehlen. Die schäumt total, also da entsteht richtig viel Schaum. Und deshalb, wenn, dann die Biomilch, aus meiner Erfahrung. Dann wollte ich schon seit Ewigkeiten für Kai seinen Erste-Hilfe-Notfall-Kit zusammenstellen. Dazu kommt dann natürlich auch ein Video, wenn ich das wirklich ordentlich zusammengestellt habe und vielleicht auch mal so ein wenig den Praxistest gemacht habe, ob ich alles drinnen habe und dass ich dann wirklich sicher bin, dann stelle ich euch das vor. Aber ich kann euch schon mal sagen oder zeigen, was ich so gekauft habe dafür. Und zwar habe ich alles von Das Gesunde Plus gekauft, weil das einfach eben Preis-Leistung da am besten ist. Wenn ihr das alles in der Apotheke kauft, zahlt ihr da Unmengen mehr. Und ich habe da einmal elastische Mullbinden. Es gibt auch Mullbinden, die selbsthaftend sind. Das sind diese nicht. Deshalb habe ich noch so Heftpflaster transparent dazu gekauft. Ich wollte aber lieber die haben, weil die sind so einzeln hygienisch verpackt. Und wenn ich die dann wirklich in so eine, in seine Notfallkit eben reinpacke, dann kann ich eine hineintun und die nimmt nicht so viel Platz weg wie diese selbstklebende und so ein Heftpflaster kann man dann ja auch immer wieder gebrauchen.
Dann habe ich gekauft ein Wundspray. Es gab auch so eine Salbe, die man quasi auf Wunden schmieren kann und auch auf Verbrennungen, fand ich sehr gut. Da stand aber drauf, dass sie erst ab 2 Jahren geeignet ist für die Kinder, deshalb habe ich sie nicht mitgenommen. Aber so ein Wundspray, wenn er sich wirklich wehtut, dass man kurz desinfizieren kann, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Dann einen sterilen Wundverband. Und das könnte ich jetzt auch mal aufmachen. Jawohl. Die sind eben auch so einzeln verpackt und da kann man dann immer so 1, 2 oder so in diesen Erste-Hilfe-Ding hineinmachen. Was ich dann auch gekauft habe, was man eigentlich auch immer in der Handtasche haben kann, vor allem eben, wenn wir jetzt in eine Stadt fahren, dann finde ich das immer ein wenig, wenn ich in der U-Bahn alles angreife, bin ich immer froh, wenn ich sowas mit habe, so ein Hygiene-Handgel. Ich weiß noch nicht, ob ich das auch wirklich in den Erste-Hilfe-Kit mache, schadet aber sicher nicht. Und dann habe ich etwas gefunden, was ich sehr gut fand, und zwar Soforthilfe-Kräutergel nach einem Stich, also wenn Kai irgendwie gestochen wird, und das ist extra, steht drauf, für Kinder unter 2 Jahren geeignet und auch für Babys geeignet. Und ich fand das sehr cool, weil das so eine kleine Verpackung ist. Blöderweise war ich auch schon in der Apotheke und habe mir dort so ein Gel gekauft und das hat natürlich fast 3-mal so viel gekostet als dieses hier von DM. Ich habe aber beide noch nicht probiert, deshalb kann ich jetzt noch nicht sehr viel dazu sagen. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn ich es zu Hause habe, wenn wir es brauchen, dass ich es benutzen kann. Das war's auch schon wieder mit unserem DM-Haul. Ich habe auch so ein paar Beauty-Produkte gekauft. Dazu gibt es den Haul auf Anna Birdie. Und schreibt mir gerne, wenn ihr mehr Hauls sehen wollt. Wobei ich sagen muss, ich kaufe jetzt wirklich nicht mehr so viel Babyprodukte. Die Windeln bestelle ich ja immer bei Amazon, das habe ich auch schon mal erwähnt. Und sonst braucht Kai einfach gar nicht mehr so viel Babyprodukte, weil er ja eben so die Lebensmittel mit uns mit isst, und so Gläschen füttere ich ihm überhaupt nicht. Und ja, wie gesagt, eben wenn wir wirklich mal wohin fahren, dann gibt es eben so Gläschen, wie heißt das, Quetschis. Ja, okay, wir sagen danke, oder ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!